Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, heute zeige ich euch den Bobcat 863 Turbo. Auf den Bobcat habe ich schon lange gewartet und endlich ist er da. Der Kompaktlader findet ihr unter Fahrzeuge und dann Kompaktlader und dann ist der Bobcat. Der Bobcat kommt vom Autor ARM-Team. Und da gerät ans ARM-Team ein großes Dankeschön raus, dass der uns zur Verfügung gestellt wird. Ja, der hat 61 PS, 74 Liter Tankinhalt, läuft 18 km/h. Und sonst gibt es eigentlich nicht mehr zum Sagen. Ja, 25.000 Euro kostet da im Unterhalt. Reifenhersteller gibt es Trelleborg. Dann gibt es verschiedene Kette. Reifenvariante. Das ist Standard. Kette. Bandlaufwerk. Kette in Orange. Design. Scheibe normal und abgedunkelt. Oder getönt. Und dann gibt es ohne Rundumleuchte und mit Rundumleuchte. Initiale Leasingkosten sind 1290 Euro und Gesamtpreis ist 25.300 Euro. Okay, dann schauen wir den uns mal an. Das ist das gute Stück. Ja, wenn man so anschaut, er sieht aus wie ein echter Bobcat. Und auch so Textur, also gibt es nichts auszusetzen, also wirklich schön gemacht, auch die Schrift wirklich scharf zu lesen und auch die ganze Bolze, die für den Lader verbaut sind, sie sind ein klein bisschen matschig, aber ja, Auge zu und es ist jetzt nichts Schlimmes, also wirklich gut gemacht, auch die Rücklichter wirklich schön gemacht, mit einer Schraube drin. Auch da wieder die Schrift wirklich gut zum Lesen. Das Gitter oben drauf mit dem für die Kühlung vom Motor. Auch da drüber und wieder Räder sieht man auch schön mit dem Profil. Vorne genauso schön gemacht. Und auch an der Seite die Ölleitungen, ja gut, da kann man jetzt sieht, da keiner mehr sieht, da ist eine Kupplung zum Verschrauben. Aber dass es ein 6-Kant oder 8-Kant oder so irgendwas ist, das kann man halt nicht erkennen, aber ist wirklich ein schönes Gerät, also mir gefällt er, also wirklich top. Okay, dann steigen wir mal ein. Ja, er lässt sich auch schon mal ja, gut heben. Auch flüssig bedienen, also nicht irgendwie hakelig oder so. Wenn man so mit ihm fahrt. Ja, er lässt sich auch wirklich gut auf dem Boden bewegen, also kein Schwimmer oder so. Er lenkt auch zackig ein, also wirklich super gemacht. Ja, jetzt probieren wir es mal, was er heben kann. Auch so auf dem Boot sieht man, wie sich die Räder mitbewegen. Also die Räder bleibt auf dem Boden nicht starr, sie bewegt sich wirklich mit und ist echt gut gemacht. Dann heben wir mal die drei Balle an. Mal schauen, ob er das packt. Auch Innenansicht. Innenansicht ist nach vorne ein bisschen eng, aber das ist eigentlich normal im Bobcat. Ich glaube nicht, dass man immer originale Bobcat mehr sieht. Und auch da oben die Anzeige, die sind sogar funktionsfähig. Also die haben sogar Funktion, die zeigen einem wirklich Werte an. Ob sie realistisch sind, weiß ich jetzt nicht, aber sie zeigen einem Werte an. Das finde ich echt gut. Okay, dann schnappen wir uns mal drei Bälle. Also wenn er die packt, dann ist er echt gut. Drei Balle für einen Bobcat oder halt für einen, so einen kleinen Kompaktlader, das ist echt grenzwertig. Ja, hinten wird er schon ein bisschen leicht, also
Ah, man sieht da beim Rückwärtsfahren. Bisschen vorwärts. Ja, es macht das männlich. Okay. Also drei Balle sind grenzwertig. Wenn man vorsichtig fährt, dann kriegt man es hin. Aber ja, drei Balle sind echt grenzwertig. Dann nehmen wir mal zwei Balle. Mal schauen wir mal, was er denn macht. Ich denke mal, zwei Balle wird er ohne Probleme packen. Ja, das sieht schon besser aus. Ich bin da ziemlich weit oben mit der Balle. Ja, er pendelt sich hinter gleich wieder ein mit der Achse oder halt, dass er kippt. Also auch so, wenn ich hoch und runter fahre. Ja, also der bleibt auf dem Boden. Wenn ich es mal ein bisschen zackiger mache, ja, dann. Aber er kippt nicht um. Also zwei Quaderballe in der Größe, top. Also wirklich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, also ich kann nichts über den Bobcat kommen lassen. Wirklich ein sehr schönes Gerät. Eins ist sicher, der wird bei mir in Little Farmer hinter Kaifeck auch Verwendung finden. Auf den Bobcat habe ich schon lang gewartet. Das freut mich, dass er jetzt da ist. Und ja, mit dem kann man echt Spaß haben. Und den Spaß, den wir euch haben. Okay, das war's dann schon wieder für die Mod-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, like it vergessen, abonniere doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.